Samsung has just announced its latest advanced smartphone, the Samsung Galaxy Note 3. We're now going to take a closer look at the phone, exploring some of its cool new features, looking at its advanced hardware, and also taking a sneak peek at the new smartwatch, the Samsung Galaxy Gear, which the Note 3 can be linked up to. So here it is, the new Samsung Galaxy Note 3 smartphone, a follow-up to the hugely successful Note 2. And here's that device, the Note 2. So as you can see, both very large smartphones. The Note 3, though looking very similar, has actually got a slightly larger, higher resolution screen, but is actually thinner and is a little bit lighter. Another difference is on the back. So the Note 2 has the plastic finish, and here we've got a sort of textured leather finish that feels quite nice and gives it sort of that premium feel and finish. Other differences, again on the back, we've got the usual camera. The Note 2 is an 8 megapixel version, but we're up to 13 megapixels on the Note 3. We've also improved the video camera, so now it's an ultra high definition video camera. A couple of other changes worth mentioning. Improved battery on the Note 3. Now the Note 2 had a huge battery, so we're expecting great things from the Note 3. And we've got a processor boost, so everything should run super smoothly with the new Note 3. We've got the usual memory card slot, and the phone comes with 32 or 64 gigs of memory, so plenty of space for saving all your apps and photos and videos and those sort of things, and the phone runs on the latest version of Android. Now, like previous versions of the Samsung Galaxy Note, the Note 3 is controlled with a stylus, or S Pen as Samsung term it. Here it is. Now, the S Pen isn't just for writing notes or using it to control the Note 3. It's much more advanced than that and has much more clever features. And the key one here, new one for the Note 3, is Air Command. So I'll try and demonstrate it here. So we take the stylus, or S Pen, hover it over, press the button, and you've quick access to these features. So we've got Action Memo, which lets you take notes and then take an action. So it might be that you write down a phone number and you want to transfer it straight into your contacts book. And we've also got Scrapbooker, so you can cut out part of the screen you're on and add it to a scrapbook to save those memories. That might be a video, for example. And we've got ScreenWrite. Now, this will take a whole screen grab and lets you write notes or make any annotations on it. S-Finder, this is an advanced search tool, really, so you can search through things that you've saved on the phone. And finally, we've got Pen Window. Now, what this does is you can draw on the screen any size of shape and then fill it with your favorite app. Now, one exciting new feature in the Note 3 is its improved multi-screen performance. I'll try to demonstrate that here. So we kind of click on this little arrow, and we can select different different programs to run on the screen at the same time. So we'll have our internet up at the top. This is just the Which homepage. So while that's loading, we'll open up an SMS message to run at the bottom. So we're just going to find some text, a bit of advice maybe we want to send to a friend. We'll click this blue button in the middle. This lets me select my text, and I just drag it down, pops it straight into the message. Now you can use it for different features. That could be an image you want to send to a friend. And it's just a simple matter of copying and dragging it straight down. And interestingly, you can have the same app open in both segments. You could have two web pages open at the same time. So you could be browsing one and then copying information, looking at different things. It's really quite neat. Now, as well as the standard home screen view that we've seen before, there's a new view in the Note 3 called Magazine View. If I just swipe up from the bottom of the page, I can show you what I mean. So here we go. We've got news feeds coming straight into the phone, providing you with information. And you can personalize this. So we just click up here. You can choose the news feeds you want, personal information, or social media feeds. And if we just go back, we can still access the phone's key features and functions by just clicking this little arrow up here. So we've got them down the side of the phone. And we can just return to the standard home screen lot. Now, if like many of us, you're worried about smartphone security, you might be interested to hear about Samsung's new Knox feature. Now, the Note 3, like most phones, has got the regular security features, so you can set a password, for example. But if you want an extra level of encryption, you can go into Knox here. Now, normally you'd put in a password, but we've already done that. But what this means is these applications that we've got saved in here, you need to punch in the password to access those. And that's also useful if you want to have your one device and using it for personal use and also work use, because these are completely separate. So if I was to take a load of photos in personal use, you wouldn't see them in Knox View and vice versa. So it's really handy if you've got that one device and you want to keep
Hi, hier ist der Lars von All About Samsung und heute gibt es von mir eine kleine Review des Samsung Galaxy S3 LTE, also das GTI 9305. Hier haben wir das normale Samsung Galaxy S3 und hier haben wir die LTE-Version. Die hat mir die Telekom freundlicherweise zur Verfügung gestellt. Und das erste, was auffällt, ist erstmal das Design. Als Samsung das Galaxy S3 in London vorgestellt hat, gab es erstmal die Farben Weiß und Blau. Inzwischen gibt es auch noch Rot, Braun und Grau. Und auch noch Schwarz, aber das ist in Deutschland noch schwer zu kriegen. Die graue Version, die ist derzeit exklusiv bei der Telekom erhältlich und das ist die LTE-Variante. Und die fällt erstmal auf der Rückseite dadurch auf, dass sie hinten drauf ein LTE-Zeichen hat, das seht ihr hier unten, und außerdem in diesem schicken Grau daherkommt. Das ist im Übrigen dasselbe Grau, was Samsung auch bei dem Galaxy Note 2 einsetzt. Also wenn ihr das hier vergleicht, das ist das gleiche auf der Rückseite, das hat diesen Brushed Alu-Look, ist leider trotzdem glatt, also es ist so ein Brushed Alu-Look, der aber mit so einem Klarlack überzogen ist und deswegen relativ anfällig für Fingerabdrücke ist. Ich weiß nicht, wie gut man das sehen kann. Und außerdem, aber auf der Vorderseite, gut, da haben wir jetzt ein paar mehr Fingerabdrücke, aber auf der Front, da ist man neben dem Display auch in diesem Grau und das sieht wirklich schick aus. Also das ist ein sehr, sehr dunkles Grau dann und dazu noch diese Seitenlinie hier, die dadurch, dass das Ganze in diesem Grau gehalten ist, einfach schicker aussieht. Also das Galaxy S3 LTE von der Telekom in diesem Grau ist in meinen Augen das bessere Business LTE oder Business Smartphone. Es sieht einfach eher nach Business aus, es sieht schicker aus. Ich verstehe, um ehrlich zu sein, nicht, warum Samsung das erst in dieser normalen Farbe auf den Markt gebracht hat von Blau und Weiß. Direkt eine graue Version. Ich wette einfach, dass 10-mal mehr Leute zu der grauen Version als zu der blauen Version gegriffen hätten. Es sieht einfach schicker aus. Ansonsten ist aber alles gleich geblieben zwischen der normalen Version und der LTE-Version, zumindest äußerlich. Also hat man hier an der Seite hat man diese Seitenlinie, hat man Laut-Leise-Wippe, unten hat man dann den Micro-USB-Anschluss, auf der linken Seite hat man dann Power-on-Off, oben hat man den Klinkenanschluss und hier hat man diesen kleinen Einschub, wo man dann seinen Fingernagel einbauen kann, um die SIM-Karte und die Micro-SD zu wechseln. Die SIM-Karte, das ist mir im Übrigen auch, weil die Frage häufiger mal gestellt wurde, eine Micro-SIM, die hier reingesteckt wird. Die kann man im Übrigen auch nicht wechseln, ohne dass man den Akku entfernt. Oder, na doch, hier geht es, beim Note ginge das nicht. Auf jeden Fall kann man die hier rausziehen, das ist eine Micro-SIM und hier kommt eine Micro-SD rein. Das wäre es dann äußerlich schon. Unter der Haube hat sich ein bisschen was mehr getan. Zum einen haben ein paar Tests angeblich ausgesagt, dass das Display der LTE-Variante ein bisschen heller ist, ein bisschen besser ist. Ganz ehrlich, ich sehe da gar keinen Unterschied. Das ist für mich genau das gleiche Display, auch eine Pentium-Matrix dahinter mit einer Auflösung von 1280x720 Pixeln. Also so viel tut sich da nicht. Was sich aber geändert hat, ist der Arbeitsspeicher. Und zwar hat man hier jetzt in einem normalen Galaxy S3 1 GB Arbeitsspeicher. Und das zeigt sich zum Beispiel, wenn ich den RAM mal leere, dass man dann 449 MB von 833 MB unter der aktuellen ROM belegt hat. Bei dem Galaxy S3 LTE, da hat man gleich das Doppelte an Arbeitsspeicher und effektiv 1,75 GB Arbeitsspeicher. Und das heißt, wenn ich das hier jetzt mal sehe, 420 MB belegt von 1,75 GB, das ist natürlich ein Unterschied. Das äußert sich im Alltag relativ selten. Wenn man aber beide Geräte hat, dann merkt man einen Unterschied. Und zwar merkt man einfach dahin, dass dann zum Beispiel der Prozessor, Browser nicht so häufig sich selber schließt oder so. Also es sind halt so Kleinigkeiten, dass halt mehr Anwendungen im Hintergrund geöffnet sein können. In der Leistung selber, wenn ich jetzt einen Quadrant Benchmark hier laufen lasse, da gibt das Ganze gar keinen Unterschied. Und zwar im Quadrant punkten beide so um die 5400, 5300 Punkte, je nachdem, ob das Handy gerade Bock hat oder nicht. Also das schwankt immer so ganz leicht. Benchmarks sagen ja sowieso wenig aus. Ich kann das aber mal schnell durchlaufen lassen, einmal den Quadrant Standard. Wie gesagt, das Ergebnis als solches ist relativ wenig aussagekräftig und auch relativ gleich. Ich werde euch das mal vorspulen, weil das ist dann doch relativ langweilig. So, Quadrant Standard ist jetzt fertig und wenn ich mir das jetzt das Ergebnis angucke, ich hatte vorher bei beiden Geräten mal den RAM gelöscht. Hier brauche ich gerade ein bisschen länger, weil das Internet ein bisschen gesponnen hat und ihr seht das Ergebnis. Also theoretisch ist das LTE gerade laut Quadrant um 100 Punkte schlechter. Der Unterschied liegt dann, wenn ich mir das unten angucke, wo liegt er? Bei den
Doch im Memory-Bereich, da ist angeblich ein bisschen, nee, da ist sogar besser, aber bei den IOs, da ist es ein bisschen geringer, das heißt bei den Operations per Second. Aber das ist wirklich rein theoretisch, in der Praxis sind die Dinger komplett gleich. Man merkt einen Unterschied, dass halt ab und zu mal eine App mehr geschlossen wird bei einem normalen Galaxy S3. So. So viel dazu. Die Geräte sind toll, die sind schick und mir gefällt das Graue Längen besser. Aber der wirkliche Knaller, das ist natürlich LTE. Und solange man tatsächlich einen LTE-Vertrag gebucht hat, was meistens so eine Sache ist, weil preislich sind die Dinger nicht wirklich günstig, aber wenn man ihn gebucht hat, dann ist der Unterschied doch wirklich groß. Ich mache jetzt mal, gut, hier habe ich jetzt Vodafone LTE und hier haben wir, glaube ich, im Moment, nee, Quatsch, hier haben wir Telekom LTE und hier drauf haben wir mal einen Vodafone UMTS-Vergleich. Und ich werde das mal kurz zeigen. Wo haben wir es denn? Da haben wir den Speedtest. So. Und jetzt zeige ich euch mal den Vergleich. Einmal WLAN ausmachen. Einmal den Vergleich zwischen Vodafone UMTS und Telekom LTE. Hier auf dem Galaxy Note 2 und hier auf dem Galaxy S3 LTE. Und da sieht man schon bei der Pingzeit, dass es ein riesiger Unterschied ist. Also der Ping von 35 Millisekunden, das ist wahnsinnig schnell. Den habe ich meistens zu Hause noch nicht mehr über meine VDSL-Leitung. Und hier rechts, während da noch der Download geprüft wird, hier bei Vodafone so 4000, 5000 Kbit pro Sekunde. Und im Upload dann ein bisschen langsamer, also 2,3 irgendwas Mbit pro Sekunde. Hat man hier links bei dem LTE S3 schon den Test schon längst fertig. Im Download 53 Mbit. Und im Upload immer noch 15 Mbit. Das sind Werte, also da kann keine oder zumindest meine DSL-Leitung zu Hause nicht mithalten. Also ich habe zu Hause VDSL und im Upload habe ich da meistens so 2, 3 Mbit und nicht 15. Wenn ich den jetzt nochmal in Auto erst führe, das ist natürlich immer so, wie viele Leute sind gerade drin? Da habe ich einen Ping von 29 Millisekunden, im Download noch ein bisschen schneller und im Upload sogar 22 Mbit. Also das sind wahnsinnige Geschwindigkeiten und ich zeige das ja mal ganz gerne. Ich habe das Ding jetzt seit gut 2 Wochen im Test. Und es wirklich überall ausprobiert. Und auf dem Land ist es so ein bisschen schwierig, weil ganz ehrlich, auf dem Land ist auch LTE immer so eine Sache. Das hat man da auch nicht wirklich häufig, obwohl LTE in der 800 MHz-Frequenz theoretisch relativ weitreichend läuft und überall verfügbar sein sollte, ist es in der Praxis leider häufig noch nicht der Fall. Aber überall da, wo LTE verfügbar ist, hat man wahnsinnig hohe Geschwindigkeiten. Also das hier ist, glaube ich, die einzige LTE-Messung, die ich in Köln hatte, die mal unter 10.000 Kilobits gekommen ist. Und das heißt wirklich schon was. Ansonsten ist man hier die ganze Zeit bei sehr, sehr hohen Werten oder halt im UMTS-Netz unterwegs. Und also wenn ich hier sehe, 62 Mbit Downstream, also da kann man dann auch schnell einen Film runterladen oder so. Das sind einfach Geschwindigkeiten, die sind wahnsinnig gut. Also LTE auf dem Galaxy S3 LTE bei der Telekom macht auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß. Jetzt kommt aber auch generell ein paar Wörter zu LTE, weil LTE ist eine nette Sache. Die Frage ist nur, wann brauche ich LTE wirklich? Um ganz ehrlich zu sein, LTE ist für mich im Moment noch ein bisschen witzlos, weil LTE ist für mich im Moment eine Sache, es wäre cool, wenn ich zu Hause da nicht ins WLAN wechseln müsste, sondern einfach immer im LTE-Netz unterwegs sein könnte, immer alles über LTE machen könnte. Dann macht das Sinn, dann kann ich nämlich auch immer Apps runterladen und so weiter, passt. Derzeit hat man bei der Telekom, die haben das Gerät ja zur Verfügung gestellt, die haben zwar nicht